Ja, wir haben jetzt auch einen schicken neuen Titel. Und dann an dieser Stelle auch heute mal gleich vorweg ein herzliches Willkommen an die Seite von YouTube. Das Ganze hier wird gerade live auf meinem Twitch-Kanal gestreamt. Und nebenher läuft eine Aufzeichnung, die ich dann schneide und auf YouTube hochlade für euch. Und nichts Neues, Abenteuer. Bist du bekloppt oder was? Ja, und falls ihr mal live im Stream dabei sein wollt oder Twitter, Discord joinen möchtet, Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ah, und ich erinnere mich, ich wollte die eigentlich richtig anordnen, aber gut. Ich wollte in letzter Zeit so vieles machen und geklappt davon hat gar nichts. Scheiß Gesundheit immer. Der Tigerle ist durch die Zeit zurückgereist und mit dem Schwert der Schatten im Hochland von Antiquia eingetroffen. Als er die Kathedrale in Antiquia betritt, bietet sich ihm ein ehrfurchteinflößender Anblick. Vor ihm steht Veronica, gesund und munter. Nachdem er den Rest seiner Gefährten wieder getroffen hat, begibt er sich auf die Reise zum Weltenbaum. Ich bin mal gespannt, da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Übrigens an die Seite von YouTube nochmal ein mega sorry, dass es schon wieder Aussetzer gab, aber wie gesagt, mein Gesundheitszustand lässt es aktuell. Bin froh, wenn ich in der Woche ein, zwei Streams schaffe. Und deshalb auch schon wieder der Delay. Hoffe, dass wir jetzt den Rest reibungslos über die Bühne kriegen. Da kann aber aktuell nichts versprechen. Nur mal so als kleine Nebeninfo. Willkommen zurück, der Tigerle. Ich hoffe, ihr habt gut geruht. Mögen die großen und gütigen Mächte des Himmels über dieses arme Kind wachen und es beschützen. Amen. So. Mal ganz kurz, Entschuldigung bitte dafür, ich muss erstmal in die Steuerung reinkommen. Ich habe, wie gesagt, die letzte Aufnahme ist gelaufen oder Spiel im Stream. Am 18.01.2020, heute haben wir den 2.02. Ist ein Sonntag. Wenn alles reibungslos klappt, bekommt ihr das Ganze, also geht es auf YouTube ab Dienstag weiter, müsste dann der 4. sein nach Adam Wiese und Zwerg Eva. So, bin ein bisschen aus der Übung. Zumal etliches anderes Zeug gespielt. Hat mich, ja, hier läuft man da nicht. Nein, da läuft man in Atelier Reiser. Genau, ich wollte gucken, was muss man. Gehe durch die Kathedrale von Antiquia, um den Wurzelwald zu erreichen und den Weg zu Yggdrasil zu öffnen. Da würde ich jetzt sagen, Moment. 2.6, da kann man nochmal. Ah nein, da laufe ich nicht. Hier laufe ich. Oh Mann. Das kommt davon, wenn man zu viele Spiele hin und her spielt. Muss ja sagen, ich hatte ja den Fehlkauf, weil Beschreibung las sich super nice, so vielleicht sieht man das ja so halbwegs, so, ne? Und hinten auch Beschreibung, sieht man alles schön auf Deutsch. Wenn man dann aber so im Mikro Pixelschrift steht dann da dran. Sprachausgabe ist nur Japanisch und Untertitel Englisch. Muss ich sagen, bin ich ja normalerweise, lasse ich davon noch einen Finger weg, weil mein Englisch ist halt echt grottenscheiße mittlerweile. Und hat mich aber echt, also das Spiel hat was. Eventuell, wenn ihr da mal wollt, meine Zuschauer hier auf Twitch, falls überhaupt wer da ist, keine Ahnung, gerade, weil so oft wie ich gerade da bin, wirst du mich nicht wundern, wenn gar keiner da ist. Aber auch ihr auf YouTube in den Kommentaren, mache ich eh viel zu selten. Dürft ihr gerne mal unten drunter schreiben, ob ihr da vielleicht mal angezockt davon sehen wollt. Ich persönlich finde ja, auch wenn es Englisch only ist, ein mega nice Spiel. Hab mich da ein bisschen festgesuchtet. So, genau, das ist ja hier nur, brauche man nicht immer vorlesen. Da zahlen wir ein. Ja, das probieren wir nochmal, Tigerle. So. Also genau, jetzt ist ja nicht Pokémon, da müssen wir nicht festhalten.
Ja, wir haben gut für 30 Übernachtungen in einer Herberge Gewohnheitsgast. Schön. Glaube. Oh, erstmal an die Kamera gewöhnen. Wo bin ich denn jetzt? Bald wird es geschafft sein. Hohoho. Ihr fühlt euch doch wohl, hoffe ich. Ihr müsst auf euch achten, mein Junge. Es gibt keine größere Freude im Leben, als sich um seine Gesundheit zu kümmern. Ah, schön wär's, ne? Falsches Thema gerade, ohne Witz. Doch der Weg zu wahrer körperlicher Leistungsfähigkeit ist ein durchaus beschwerlicher. Man muss sein Herz und seine Seele auf dem Altar des Wohlbefindens opfern. Mein ganzes Leben lang strebe ich schon nach Gesundheit und nach Jahren der mühevollen Forschung habe ich endlich das Geheimnis gefunden. Ich nenne es Supersuppe. Oder zumindest werde ich das, wenn sie endlich fertiggestellt ist. Junger Mann, helft ihr mir bei der Zubereitung dieses wundersamen Gebräus? Echt jetzt noch eine Quest? Der alte Mann möchte, dass du ihm hilfst, ein Gericht namens Supersuppe zu bereiten. Hohoho, ich wusste, ihr würdet ja sagen. Also, ihr müsst euch tief in den Wurzelwald begeben und mir ein Blatt der allerwichtigsten Zutat mitbringen, des Wohlkohls. Der Wurzelwald ist ein heiliger Ort, den ohne die Erlaubnis des Hohepriesters niemand betreten darf. Aber ihr seid der Lichtbringer. Wie könnte er sie euch verwehren? Denkt daran, Junge, ich brauche nur ein einziges Blatt vom Wohlkohl. Mögen die Geister der Gesundheit euch begleiten, mein werter Freund des Wohlbefindens. Oh, ich glaube, das kriegen wir. Nein! Das wollte ich nicht. Ich glaube, wir müssen da rein, oder? Lichtbringer, sagt mir bitte, ist euch in der kurzen Zeit, in der ihr fort wart, etwas zugestoßen? Ihr wirkt viel ernster als zuvor. Ihr habt wohl die Schwere der vor euch liegenden Aufgabe erkannt. Der Weg hinter diesen Türen führt zum Wurzelwald. Der Altar, den ihr sucht, befindet sich an seinem höchsten Punkt. Viel Glück! Ja, man könnte so sagen, wir haben so ein bisschen hier und da und so, ne? Aber schön, man muss ja nicht zum Gebietwechsel nochmal A drücken wie in Atelier. Das nervt ein bisschen tatsächlich. So, wir laufen jetzt da mal. Konnte ich das? Ne, hier konnte ich die Kamera nicht ändern, ne? Oh, jetzt läuft die alleine. Ne, die mag ich gerade nicht. Ah, du läufst eh weg, das ist okay. So, jetzt müssen wir hier wieder überall gucken. Warum ist schon eine Kiste? Er findet eine Mini-Medaille. Das ist doch mal was. Für das Ergattern von mindestens 50 Mini-Medaillen? Nice. Was ist denn das hier für ein komisches Ding? Ah, okay. Ich muss mal wieder ein bisschen fighten üben, ne? Oh, drei gleich. Sprengsteine. Ach du Scheiße. Aufstellung. Dann nehmen wir mal sie rein. Da ihn. Wahrscheinlich komme ich jetzt erstmal voll nicht klar, weil komplett andere Skills wieder und so, ja? Nice. Na klar, das ist ein Bihänder, verfluchte. Ich habe nichts gesagt. Wenn das Schwert ist, der eine ganze Menge Schaden. Komm, probieren wir doch den mal. Hey, wir machen mal Schaden. Ach du Scheiße, er hat sie hier wenig. Kraken!
Easy. Sprengsteine wurden besiegt. 942 EP, 153 Goldmünzen. Da müssen wir mal lang. Hoch. Servus. Tschüss. Alter, gehst du damit? Hä? Wo ist denn der hin? So, lass mal gucken, Mappes. Hey, wir sind da. Dann gehen wir jetzt da unten rum. Schauen da noch mal in den Zwischending. Vermute mal zwar, das ist hier noch nicht. So, die Frage ist jetzt. What's up? Hey, wo warst du denn? Vater Nasan hat mit uns geredet und dann bist du einfach verschwunden. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um unzuverlässig zu werden. Wir sind endlich auf dem Weg zu Yggdrasil. Hast du das vergessen? Entschuldigung. Ich bin erleichtert, dich wiederzusehen, der Tigerle. Ich hatte schon befürchtet, ein Monster hätte dich verschleppt oder sonst was. Really? Es ist schon komisch, aber du kommst mir ein bisschen größer vor als eben noch. Vielleicht ist das aber auch nur eine optische Täuschung. Wer weiß. Ich weiß, dass ich geistesabwesend sein kann, aber glaub nicht, dass ich je weggegangen bin, während jemand mit mir gesprochen hat. Gosh. Und was soll eigentlich dieses seltsame Lächeln? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Naja, wie auch immer, es ist schön, dass du da bist. Ich weiß, dass du nur ein paar Augenblicke weg warst, aber es fühlt sich an, als hätte ich dich seit Urzeiten nicht gesehen. Hey, ich versuche hier zu beten und das Letzte, was ich dabei brauche, ist ein dämliches Geglotze. Was ist überhaupt mit dir los? Du siehst aus, als wäre dir ein Geist über den Weg gelaufen. Reiß dich mal zusammen, ja? Ja, mal gucken. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Mantel des Meidens. Bin ich jetzt hier Magierobe mal 2? Naja, so viel mehr bringt es aber nicht, oder? Magische Macht würde ich halt ungern. Hus, Copy, na, wie geht's dir? Da geht die Abwehr hoch, der Angriff. Nehmen wir doch mal den an. Was haben wir denn für Jade? Häschenkostüm. Ah. Na, hattest du ein schönes Wochenende? Wir gehen da mal hinter. So, was haben wir denn da für Waffen? Das ist ein Speer. Sie braucht einen Speer. Dir geht's so, naja. Warum das? Was los mit dir? Wochenende ging so, hast viel für die Arbeit gemacht. Oh, okay, warst du fleißig. So, was haben wir denn hier? Stab. Stab des Weisen.
So, und Serena starb. Nehmen wir mal den da. Jeder Schild taugt mal gar nichts. Zauberschild. Gibt sie den mal. 144. Ist doch schon mal nice. Ja, zu fleißig. Oh, wieso das? Zu fleißig ist aber nicht gut. Oh, da können wir sie doch mal richtig hochbomben hier, oder? So, der hat immer noch ein Eisenbreitschwert. 177, 204. Dann nur so viel. Freund wollte eigentlich vorbeikommen, aber ihm ist wohl das Zocken wichtiger. Derselbe wie mit dem du letzten Schluss gemacht hast oder neuer? So, er hat ein Lederschild, leichter Schild, so, müssen wir erstmal ausrüsten, weil wer weiß, was halt auf uns zukommt. Wenn meine Vermutung richtig ist, soll es ja eigentlich nicht mehr so lange dauern. Dann kriegst du mal den da. Was haben wir hier? Eisenküras hat er. 174. 195. 199. Kriegst du den da? Eric. So, was haben wir denn für dich für... Oh. Meucheldolch. Hey, Dolch, hier habe ich für den aber keine gescheiten, oder was? Aristokratenmesser 163. So, dann kriegst du mal das da. Kriegst du einen Korsarenhut? Der rennt doch mit einer Templer-Uniform rum, na sowas. Fähigkeit geht hoch und Charme geht hoch. 120 Abwehr. Und Veronika haben wir noch. Zauberstab, was haben wir denn da für sie? Schlotterstab. 253. So, ne, sie braucht aber Weißenstäbe. Doch, Magma-Stab ist ein Weißenstab, oder? Sehe ich denn das? Ein sengender Stab, der im Kampf genutzt werden kann, um Gegner mit enormer Explosion zurückzusetzen. Magma-Stab, Weißenstäbe. Braucht der? Da oben steht's doch. Eisenstäbe. Okay, dann kriegst du Magma-Stab. So, was haben wir denn für dich hier?
Was war denn hier? 74 Akademieuniform. Ja, dann nimmst du jetzt mal das. Das sieht ja irgendwie putzig aus, oder? Aber ist mir auch irgendwo scheißegal. Sowas nenne ich keine Beziehung. Das ist richtig. So, haben wir erstmal das. Und Shinryasu, Hallöchen. Ich hoffe ja, dass ich es heute irgendwie durchkrieg. Shinryasu. Weil mittlerweile, glauben Sie mal, ich weiß es gar nicht, im 19. Tag. Ja, nein, 18. ist es. Entschuldigung, Tag 18. Haha, also zumindest mal die Story. Ja, ich glaube es ja auch nicht. Ich sag ja, ich würde es mir gerne wünschen. Aber ich glaube ja auch nicht wirklich dran. Aha. Wir gehen nochmal zurück. Ich habe gerade nicht gespeichert, ne? So. Also eigentlich storytechnisch müsste jetzt dann irgendwann demnächst mal soweit sein, oder? Na klar, dass man dann da noch ewig viele andere Sachen wie Quests und so machen kann und mit Challenges. Bist du erst bei 107 Stunden? Ja, du hattest weniger, oder? So, lauf mal so rum. Ich habe deine Kiste gesehen. Ja, ich habe eine Kiste. Magisches Chakram. 175? Ja, aber du hast ja alle Challenges und alles gemacht. Das kann dann auch sein. Weiß ich nicht, ob ich es mache. Oder ob ich es nur für YouTube mache. Oder ob es hier und da zwischendrin im Stream gibt. Habe ich noch keine Ahnung. Chabmich, erkennst du das da, Chindria, so? Da habe ich mich ja bei der zurzeit so viele Streams ausfallen. War ein Fehlkauf meinerseits. Wie ich zuerst dachte. Macht aber tatsächlich sehr viel Spaß, also. Problem ist halt English only. So, da hinten funkelt was. Ja. Zauberzweig. Welches Fenster hat's verdeckt? Was? Atelier Riser. So, jetzt gehen wir erstmal hier gucken. Falsche Richtung gelaufen. Von gelesen, schon mal reingeschaut. Ich bin jetzt privat gerade am Suchten tatsächlich, ja. Und Aflex, vielen Dank für den Raid. Willkommen an die Neuen. Na, schon fertig für heute mit Horizon Zero Dawn? Hast du die Erprobung geschafft? So. Und dann, Leute, dürft ihr gerne mal beim guten Aflex reingucken. Auch einer vom Tweet Stream Team. Ein ganz nicer Dude, spielt aktuell sonntags Horizon Zero Dawn. Weiß nicht, ob mir der gefällt, der Typ. Gehst du da mal. Okay, der geht weg. Tschüss. Dann kann ich da hin. So, und wir sind gerade bei Dragon Quest 11 im Streamtag 18, by the way.
Ja, Stream ist durch. Hab total verpeilt, wie übel die Erprobung endet. Ah, so schlimm ist die doch gar nicht. Da gibt's schlimmere Sachen. Ja, so kann man auch. Gut, dass hier... Im Übrigen, das Spiel hier taugt nichts. Das hat keinen Fallschaden. Spiele ohne Fallschaden, die sind voll Grütze. Ich hoffe, ihr habt die Ironie mit rausgehört, okay? Ist, by the way, auch ein Insider. Keine Ursache, gerne Aflex. Vielleicht werde ich beim Shoutouten irgendwann so gut wie du, Aflex. genau, bei hier, da gab es mal einen, oder gibt es einen Streamer, bei dem habe ich immer geguckt. Aktuell ist er ziemlich wenig online. Und, ja, wollte mir unbedingt Kingdom Hearts schmackhaft machen. Müsste ich unbedingt spielen und ist also gar nichts für mich. Und Seifenspender, Hallöchen! Vielen Dank für deinen Follow, willkommen im Traumland. Hoffe, du hast ab und an ein bisschen Spaß hier. Und genau, der wollte mir halt eben Kingdom Hearts und scheint ein wunderschönes Spiel zu sein, aber ist halt nicht meins. Weil das Spiel halt auch keinen Fallschaden hat, habe ich irgendwann gesagt. Naja, das Spiel hat keinen Fallschaden, das taugt nichts. Und daher kommt das so ein bisschen. Oh, die Viecher haben mich immer voll gefressen, ey. Erinnert mich so an den Traumfressfuzzi-Dingsbums da. So, wir sind hier übrigens auch im Spiel in den letzten Zügen. Da kommt man vom Essen zurück und sieht plötzlich einen Fremden. Na, so fremd bin ich jetzt auch nicht, Seifenspender. Zumindest gelesen hast du mich schon, ne? Aber ja, das kennt... Oh, bei wem war das letztens? Ich glaube, gestern bei sie... Gestern? Gestern, die letzten Tage irgendwann... Oh, mein Zeitgefühl ist auch voll für den Arsch, ey. Da bin ich auch irgendwie... Bin ich aufgestanden, kurz eine rauchen gegangen, komm wieder... Was? Wo sind wir denn jetzt? Weiß gar nicht, wer war denn das? Weiß gar nicht mehr. Ja, nee, du verprieselst dich. Oh, weiß gar nicht, muss ich hier hin oder was? Ich sage euch jetzt nicht, dass ich hier schon mal war, okay? Aber war ich jetzt da unten drin? Und in der anderen Richtung war ich auch noch nicht. Okay, nochmal zurück. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich da jetzt hinlaufe, dann ist da nichts. Aber wenn ich nicht hinlaufe, dann wäre genau da das Mischenteil gewesen, was ich brauche. Also, wir laufen erstmal hier lang, weil hier gibt es... Den da. So, wir speichern einmal Flix. Ich bin mit dem Spiel übrigens auch erst bei 107 Stunden. Und das Spiel hat kein Ende in Sicht. Oh, da ist eine Kiste. Verzauberten Stein, okay. Whatever I do mit der Gummischuh. Oh, da gibt's schon mal nichts. Da geht's nicht runter. Halt, haben wir hier was? Nö. Da hinten was? Was sind diese blöden Viecher hier? Und wieder eine Kiste. Aber was scheint drin? Dafür des Scharfsinns. So, ich habe jetzt keinen Bock auf Kämpfen. Also doch da hoch. Aber ist halt immer so, ne? Weil ich runtergegangen bin, ist da kein Item für die Quest. Aber wie, ich wäre da nicht runtergegangen.
Könnt ihr aber glauben, da wären da mindestens 5 Items unten gewesen. Obwohl ich nur eins brauche. Ja, die Viecher mag ich auch nicht. Und Shindrea Sobat, spielst du eigentlich gerade so? Halt, da war doch was. Ah, kann man sammeln. Ein Hübschhut. Hiyo, Philipp. Na, wie geht's dir, Steelhammer? Geht so, bist leicht krank geworden. Das ist ungeil. Hat die Erkältung eingefangen oder wie? Vor ein paar Tagen hast du Final Fantasy 4 beendet, heute den dritten Teil. Ah, okay. Ich hab ne... Mach doch keine Scheiße hier, Tigerle! Ein Grantikor. Bisschen Halsschmerzen, ja ich auch. Bei mir kommt es aber gerade davon, dass ich Lava nicht gewohnt bin. Es war die letzten Tage und Wochen hier sehr ruhig.